Willkommen zur Sealed Only Challenge, um genau zu sein, zur vierten Folge. Und auch heute bin ich wieder nicht allein. Genau, mit den Apache des Yu-Gi-Oh! Spielen wir heute wieder, denn wir verbessern heute unsere Decks und spielen wieder gegeneinander. Zurzeit steht es ja 2-1 und vielleicht schaffen wir es hier so das Ding nach Hause zu holen, aber wir werden sehen. Doch die Frage, die man sich jetzt natürlich stellen könnte, ist, wie verbessere ich eigentlich mein Deck? Und die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten, denn mein Extra-Deck ist noch nicht wirklich so gut. Also habe ich mir ein Set ausgesucht, wo ich eben das Extra-Deck verbessern kann. Und da habe ich mich entschieden für die Tinbox. Und nein, wir wollen hier draus nicht Dragoon ziehen. Nein, wir wollen hier andere Karten draus ziehen. Wir gucken da mal, was wir gezogen haben. Wir wollen hier raus auf jeden Fall ein Savage Dragon IP oder natürlich eine Appaloosa ziehen. Einfach, um unser Extra-Deck eben zu verbessern. Wir haben hier beim ersten Pool nix. Wir haben zwar eine Heater hier, aber bringt uns natürlich nichts. Dann haben wir hier World Chalice und einmal Brutau. Ist sehr cool, aber wir spielen keinen Dragon Link. Im nächsten Pack ist dann auch nichts. Aber hier Get Out on Crackdown. Nette Karten kann man vielleicht im Side-Deck spielen. Hier dann der Savage Dragon, was natürlich sehr geil ist, weil wir einfach genau diese Karte haben wollen. Dann nochmal hier den Romulus. Okay, aber wir spielen eben kein Dragon Link. Da habe ich auf jeden Fall Riesenglück gehabt, dass ich eben Savage Dragon gezogen habe. Leider nicht mehr, aber immerhin Savage Dragon. Auch nochmal ein riesen Dankeschön an Kartenmarket, die das Ganze hier sponsern. Link einfach unten in der Videobeschreibung, denn von dieser Plattform haben wir auch all unsere Karten gekauft, beziehungsweise Produkte. Doch die große Frage ist jetzt, was habe ich eigentlich an meinem Deck geändert? Und das schauen wir uns jetzt an. Beim Main Deck hat sich nichts geändert. Wir bleiben bei unserer Ratio hier mit der Spellbook Engine und eben der One of als Ash, weil wir einfach nicht mehr haben. Und ja, die Magician Engine ist eigentlich ziemlich praktisch. Man kann hier seine Kombos machen. Ebenfalls Servant natürlich super gut und Endymion. Wir spielen die Level 7er halt alle dreimal, weil wir sie zur Not halt einfach für unsere Exit-Summon nutzen können. Auch bei den Zauberkarten hat sich nichts geändert. Ja, wir spielen immer noch drei Port of Desires und eine Mind Control. Die Mind Control könnte theoretisch auch eine Impermanence oder eine Ash sein. Impermanence haben wir sogar, aber ich habe mich entschieden, die Mind Control drin zu lassen, einfach um mehr Flexibilität bei Going Second eben zu haben. Und ja, drei Pendulum Call, drei Masteries und halt die Spellbook Engine. Beim Extra Deck hat sich eigentlich auch kaum was geändert. Wir haben natürlich die Ud-Ice Engine, die wir eben für unsere Combo brauchen. Ebenfalls die zwei Link 2 Monster. Dann die Exceeds noch, die auch sehr wichtig sind. Und der Rest hier unten ist eigentlich nur nice to have, falls mal eine Situation kommt, wo man das Ganze gebrauchen kann. Und wir haben hier einen neuen Spot, denn wir haben den Stardust Spark Dragon rausgenommen und dafür eben unseren Savage Dragon reingepackt. Denn ja, wir haben ihn gezogen und ist natürlich eine sehr gute Karte, wenn wir First Turn unsere Combo gemacht haben, dann eben das Link 2 Monster in den Friedhof wandert und dann können wir mit Savage Dragon nächsten Zug mit dem zweiten Harmonizing zum Beispiel eben hier Savage Dragon rausholen mit seinem guten Effekt. Beim Side-Deck hat sich auch nichts verändert. Ja, was soll ich da groß so sagen? Ist halt eine super Karte einfach für Going First, aber auch sogar Going Second. Natürlich noch ein paar gute Karten für Friedhofseffekte. ZF Removal ist dann doch wichtig. Zauberkarten-Lock und Going-Second-Karten bzw. auch Going-First-Karten sind hier drin. Einfach weil wir ein Pendulum-Deck haben, können wir ihn halt einfach rufen. Und das ist das ganze Deck. Letzten Endes hat sich eben nur eine Karte verändert und zwar der Spark-Dragon ist zum Savage-Dragon geworden. Und jetzt würde ich sagen, Zeit für ein Duell. Wer darf denn anfangen? Ich würde sagen, ich fange an. Alles klar, dann fängst du an. Ja, und okay. Ja, ich würde sagen. Pass. Was? Set 2 Pass. Was? Oh nein, komm, mach nicht diesen. So, ich ziehe. Draw Face, Standby Face, Main Face, kommt was? Alles gut, alles gut. Ja, sagt er jetzt und gleich. dann mach ich jetzt mal Spellbook of Secret. Yes. Da ist ein S dran. dann holen wir Blue Boy. Normal zusammen. Du kannst vermuten, du suchst dir Knowledge. Ja, darf ich? Ja. Ja, kann ja sein, dass du eine Setcard hast, weiß ich nicht. So. Knowledge ist einer der wenigen Karten in meinem Deck, die deutsch sind. Echt? Hast du alles auf Englisch bestellt oder was? Ja, durch Zufall. Ich hab immer die günstigsten genommen und das war dann halt immer Englisch. So. Okay. Ja, also Englisch und Deutsch, ne? Ich habe jetzt nicht Französisch oder Italienisch oder whatever genommen. So, Magiebuch des Wissens. Ja. Boah, ich darf hier spielen. Die Z-Karten machen mir Angst. So. Eins. Zwei. Oh! Das ist schick. Schick.
Ich weiß noch nicht, ob das was bringt. Das ist halt so die ganz große Frage. Dann machen wir... ja, du wirst mich jetzt auslachen, aber... Spellbook of Mastery. Oh, ich Junge. Spellpower. Ja, okay. So. Ah, ey, wenn das ein Spellbook wäre, wäre das ja mega broken. Dann könntest du das ja mit Blueboy suchen. Alter, dann wäre Servant of 1 wirklich gar kein Problem. Ja, Spellpower, Spellbook, alles das Gleiche. So. Leider kann ich die 10 Marken nicht verwerten, aber meine Hand sieht doch sehr dick aus hier. Das, da kann ich nichts. Ja, dann möchte ich Servant in die Scaling. Ist das okay? Das ist okay. Okay, das war zu erwarten, dass das auch okay ist. du hast doch 3 Handkarten, ne? Dann mache ich jetzt Pendulum Call. Pendulum Call, okay. Jetzt muss ich aufpassen, was ich nehme. Nämlich Harmonizing und wo ist er denn? Der andere Blue Boy. Dragon Pit. Was sagt Dragon Pit? In der Scale, einmal pro Spielzug kann ich einen anderen mythischen nur wenn der einen anderen mythischen auch einen mythischen hat, dann kann ich ein Pendulum-Monster discarden und eine Zauber- und Fallenkarte auf dem Spielfeld wieder zerstören. Aber solange es Servant liegt, geht das halt nicht. Okay. Ja. So ist das Ganze hier. So, der kriegt aber einen Counter. Der kann sehr relevant werden. So, dann spiele ich Dragon Pit. Ist das okay? Ja, auf die Aktivierung würde ich sagen, Unending Nightmare. Es ist so broken. Aber denk dran, ne, das ist ein Edition, den kannst du nicht zerstören. Wegen Pendelcore. Ich weiß, aber Servant. Ja. Möchtest du Effekt nutzen? Ja. Okay, das zahlst du 1000, dann bist du bei 7000. Yes. Servant geht. Das ist natürlich schön. Nicht. Ich hätte fast voll Combo. Habe ich jetzt leider nicht. Ist natürlich schade. Dann spiele ich Purple. Ja. Jetzt kann ich pendeln. So. Ist halt die Frage, auf was wir pendeln. Auf was pendeln wir? Das ist die böse Frage. Ich glaube, wir machen. Gehe ich einmal extra Deck. Das ist die Frage. Dann kommt wieder eine Shadow Fusion und ich denke mir so wieder. Andererseits hast du nur noch 7000. Ne? Das muss man ja eigentlich schon fast ausnutzen zum Töten. Was? Ja, ich weiß ja nicht, was du Set hast, aber. Oh, jetzt bin ich so greedy und spiel all in. Wenn er Strike League bin ich einfach tot. Das ist. Solemn Strike in Dual Devastator. Hä, ist sogar, oder? Ja, ist! Oh, ey! Nee! Jetzt macht er Mindgames! Nee! Was soll das? Hör doch auf hier! Nee! Stimmt, der ist ja drin! Ja, der ist da drin. Bastard. Absolut. Ja, okay, jetzt muss ich... Nee, ich trau mich jetzt nicht all in zu spielen. Ohne Witz, ich trau mich das halt jetzt einfach nicht. Jetzt, wenn das ein Bluff ist, ich könnte Game machen. Hä, wenn du jetzt Strike machst bei einer Pendel 5, dann ist halt. GG! Ich meine, was soll ich dazu sagen? GG. ey, ohne Witz. Ich mach jetzt einfach. Ich mach einfach. Unending Nightmare ist aber auch so broken. Nee, komm, ich pendel 2. So. Pendel 2. Das erste ist sehr erwartet. Ja. Okay. Mein Meister wieder. Und das zweite. Prankatops. Was? Ja, okay. So. Warte, bis wann geht Panel Call? Bis Ende deines Zuges, oder? Ja, bis zum next End Turn. Okay. Dann gehe ich jetzt in die Battle Phase. Es war kein Strike! Ich hätte wahrscheinlich fast Game gehabt. Egal. Battle Phase. Attack, attack. Also Attack erst Prankatops. Ist das okay? Ja. Ja. Okay, dann bist du bei 4-4. Und Angriff Meister?
Ja, darauf dann Schattenspiele. Oh, geht das einfach? Ja, hä? Was sagt ihr denn genau nochmal? Ich kann eine Schadol-Karte auf den Friedhof legen vom Deck und dann, wenn ich will, kann ich eine beliebige Anzahl Schattenpuppenmonster flippen. Also, okay. Also ist jetzt foolish quasi. Ja, okay, dann mache ich Ash. Was? Als ob er die Ash hat. Als ob er Nightmare hat. Angriff. Ja. Das sind dann... Oh, bis bei 1. Ich hätte Game machen können. 1-6 ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich könnte Dragon Pits Effekt jetzt nutzen, um einfach deinen Nightmare zu schießen. Schwierig. Ganz schwierige Situation für mich. Was sagt er? Discard und Pendle Monster. Ganz schwierig. Du hast noch 3 Handkarten, ne? Oder 2? 3. 3. Oh. Nee, komm. Mach du. Mach du einfach. Okay. Das ist jetzt natürlich... das ist natürlich mega belastend jetzt. Du hast nicht zufällig was vom Extra-Deck beschworen. Nein, extra nicht. Ich hätte das nur für den OTK gemacht. Ja gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als so, du bist. Oha, sad, sad. In deiner Ich leg das mal hier hin, falls du einen Magnite hast. In der Endphase würde ich gerne Prankatops deinen Unending Nightmare schießen. Ja. Weil sonst ballerst du mir gleich alles weg. Und der zweite Flip. Zieh. Stempel, Mainphase? Ja. Kommt nix? Nö. Okay. Ist jetzt die Frage. Gehen wir jetzt in das Place? Doch, gehen wir eigentlich, ne? Warte, was sagt die nochmal? Boah, krass. Warte, wann geht das? Once per turn? Krass. Pendulum summon. Ja. Für 2. Ja. Effekt harmonizing. Ja. Black Fang? Obwohl, ah ja doch, muss ich sogar. Ich kann das, also kann schon holen, aber bringt halt nichts. So. Soweit alles okay? Ja. Okay. Dann Effekt Servant. Einmal pro Spielzug darf ich eine Handkarte abwerfen und allen Karten, die Zauberziehen merken, kriegen können, eine zu geben. Okay. Ich werfe Impermanence ab. Und Armed Servant und Mighty Master Encounter, ne? Genau. Ja. Okay, dann Overlay. Ist halt die Frage, ne? Dweller ist schon strong gegen dich, aber Tornado Drache wäre jetzt auch lustig. Nee, komm, gib den Dweller. Summon Fine. Ja. Battle Phase? Ja. Effekt Dweller? Okay, das geht. Wie viel habe ich noch? 1-6. Dweller wäre Game. Battle Phase. Mastery? Ja. Oder Master? Ja. Und direkt Dweller Game. Ja. Ja, das war ein bisschen Mindgame. Es steht jetzt 1-0 für mich, jedoch ist das Duell noch nicht gewonnen, denn wir spielen hier immer ein Match. Falls ihr den Rest des Matches sehen wollt, klickt einfach mal hier aufs Video. Hier kommt ihr eben zum Video von CK Phoenix. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.